Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. Und ja, wir befinden uns jetzt gerade wieder hier in dem Gebiet, was wir aufgedeckt haben beim letzten Mal. Und jetzt würde ich sagen, hier diese Ecke hier oben, da fehlt uns ja noch einiges. Das machen wir jetzt. Aber keine Angst, wir werden uns auch um Gegner kümmern. So, ich würde sagen, wir reiten erstmal denn. Das Ding zeigt dahin. Dann reiten wir nochmal auch hier hoch irgendwie. Warum ist hier eine Markierung? Achso, weil ich hier die... Die können wir mal wegnehmen, die Markierung. Ist ja jetzt Quatsch. Brauchen wir nicht mehr. Marke entfernen. So. Und ja, dann reiten wir einfach mal diesen Weg hier weiter. Hier ist die königliche Ruine. Stimmt, da war jetzt nichts. Da waren nur so Gegner gleich, ne? Müssen wir schon platt machen hier, was machen? Wenn ich die platt machen kann, aber ich glaube schon, ne? Oh. Hä? Was ist hier passiert? Ist ja auf. Ah! Ach, guck mal, hier ist ein. Das ist mit dir die Gnade. Denn hier? Das war wieder so eine Scheinmauer, ne? Das haben wir ja schon gehabt in den Katakomben mal. Steht wahrscheinlich auch hier, ne? Erstens, seid ihr bereit? Hm? Lagerplatz voraus, da Angriffe suchen. Ach so, okay. Hätte man vorher sehen können. Was ist er denn da? Ist da jemand, der ein Buch liest? Kann ich angreifen? Ne, kann ich nicht. Oh, nur ein Regen. Look at you. We don't receive many visitors. I presume you are tarnished? Mm-hmm. What brings you here? Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G., a blacksmith who once served the Carian royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So okay. Here I am. Still quietly ply my trade on this spot. Perhaps you'd like a display? These bones are old, but still able. Okay. Okay, wir haben hier so ein paar Sachen, wo da unsere... Das hier könnte auf jeden Fall nochmal schmieden. Unser Schwert. Das ist 954. Kann auch unser Ding spielen hier? Nee, das kann er nicht schmieden. Schade. Was brauche ich denn dafür? Dunkelschmiedesteine. Ich kann auch was kaufen. Was kann ich mal kaufen? Ich kann Dunkelschmiedesteine kaufen bei ihm. Kaufe ich mal einen? Nee, brauche ich doch gar nicht, oder? Brauche ich doch, um meine Waffe zu verstärken. Ein Dunkelschmiedestein. Ich würde diese Eiswaffe gerne mal höher machen. Das machen wir jetzt einfach mal. Dunkelschmiedestein 2, die habe ich ja sogar, geil. Dunkelschmiedestein 3, oh, das haben wir nicht. Kann ich das auch bei ihm kaufen? 4000 kostet das. Er hat auch noch... 4 hat er auch. Ich kaufe es mal. Okay, jetzt brauche ich den 4er. Kann ich ihn auch kaufen noch? Aber tatsächlich... Ah nein, das kann ich bestimmt nicht mehr... Das kann ich gar nicht mehr... Stärkt man sich. Ah, warte mal, ich habe, glaube ich, im Inventar noch ein paar von diesen Dingern hier. Da. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch habe. Noch ein paar. Ja, auch größer werden die auch. 800. Was haben wir hier noch? Und... Alter, okay. Something. Die Waffe nochmal verstärken. Okay, jetzt haben wir die hier schon ganz gut hochgepowert. Die ist... Die leveln wir auch mal kurz. Ja, uns fehlt dann noch... Schmiedestein 2 fehlen uns noch ein paar, um die höher zu bekommen.
Aber die Waffe ist ja schon fast besser, ne? Definitiv. Löst Frost aus, löst Frost aus. Okay. Ja, bringt mir nichts zu kaufen, das bei dir. Aber ich kann die hier alle kaufen. Geil. Okay, jetzt kann ich die Waffe ja gar nicht mehr stärker machen, weil jetzt brauche ich ja wahrscheinlich hierfür einen Dunkelschmiedestein 5. Den haben wir natürlich nicht. Okay. Was ist mit unserem Bogen? Okay, dann machen wir Schmiedestein. Dunkelschmiedestein machen wir dafür. Können wir den Einser kaufen, dann können wir den stellen, obwohl das eigentlich egal ist, ne? Im Endeffekt wäre das hier wichtig, aber geht gut auf euer Acht. Oh, watch out. When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I'm apt to cause you harm. Oh. I am, after all, terribly large compared to you, tarnished. You don't know how hard it is not to break anything while I work. Okay, also das ist ja ganz geil. Jetzt benutze ich diese Waffe doch lieber. Aber wie kann man denn dieses Eis auslösen? Wahrscheinlich nur... Warte mal. Nee, nee. Ja, kann ich so... Das will ich ja gar nicht. Ah, okay. Und kann ich jetzt das machen? Ah, guck mal, so geht das, okay. Das ist natürlich cool. Okay. Ah, okay. Gut, aber jetzt können wir hier noch weiter reiten. Gib mir mal das Ding. So, gut zu wissen, dass wir den hier haben, den Typen. Den muss ich mal irgendwie markieren hier, glaube ich. Dass ich weiß, dass hier so ein Typ sitzt. Sonst vergesse ich das nämlich ganz schnell. Markierung. Da so einen Menschen mache ich. Ne, warte mal, was war denn? Hier, sowas. Sowas hier. Sieht aus, wie dass man was kaufen kann, ne? Perfekt. Okay, dann lass mal weitergehen hier. Oh, was geht denn hier ab? Alter, da kann ich gar nichts machen, oder? Da muss man einfach nur schnell reiten. Wo kommt man denn da hin? Und wer hat da geschossen, ist die Frage, ne? So, ja, damit ihr euch nicht wundert, ich kann euch mal zeigen. Ich habe natürlich... Ja, warte. Doch, warte, machen wir kurz so. Ich habe natürlich ein bisschen was, wenn man auf Stufenaufstieg geht. Ich bin jetzt Level 38, wenn ihr... Euch erinnert, in der letzten Folge war ich 33. Ich habe ein bisschen gefarmt. Also ich habe echt viele Gegner gekillt, einfach nur um, also leichte Gegner, um einfach nur ein bisschen ein paar Punkte zu bekommen. Ja. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgestiegen, also nicht wundern. Ich weiß zwar nicht, wer da schießt, oder irgendeiner schießt da ja, ne? Irgendwo längs. Mist. Ich dachte, es gibt ja noch einen Ort der Gnade oder so, aber ich glaube, jetzt bin ich wieder ein bisschen vertan hier. Ah, hier. Ja. Ist die Frage, wo wir hier sind, ne? Verloren mit Gnade entdeckt. Also ich leg mich hier direkt hin. Aber heilen wir uns mal kurz. Haus Karia. Okay. Da hinten liegt auf jeden Fall jemand. Oder etwas.
Was ist das für ein fieses Ding? Was für eine eklige Hand. Oh. Aha. Okay. Fieses Teil. Also das können wir, glaube ich, nicht holen. Ich reite mich einfach mal durch. Okay, darf ich dann reiten. Da, es ist echt so, da wird man echt angelockt. Also noch mehr Hände. Aber kleine, Gott sei Dank. Das ist mal echt schwierig hier. Aber jetzt will ich natürlich mein Gold wieder haben, ne? Ich muss ein bisschen rantasten. Okay, also ich glaube, ich bin auch noch zu low für diese Gegend hier. Vielleicht sollten wir da nochmal zurücktreten und was anderes machen. Aber trotzdem will ich meine Runen wieder haben. Ich bin echt zu low, glaube ich, hierfür. Da oben ist eine Hand. Ah, okay. Nein, jetzt habe ich meine Runen verloren. Oh, das ist ja ärgerlich. Na gut, aber dann müssen wir da noch nicht mal reingehen. Dann können wir uns mal wieder zurückbeamen zum... Ja, dahin, wo wir eigentlich hin sollen. Nämlich ins Anfangsgebiet. Weil ich glaube, jetzt müssen wir uns mal um die Story auch langsam kümmern. Jetzt haben wir genug rumgetrödelt. Und gehen jetzt mal auf Story. So. Ach, guck mal hier. Kann ich meine 400 Dings wieder nehmen. So, wir sind ja ganz hier unten eigentlich. Ich glaube, hier müssen wir jetzt auch mal hin. Heiligenbrücke. Das ist das Anfangsgebiet hier. Und wir gehen jetzt auch mal hier hin und dann gehe ich mal hier auf diese Brücke. Vielleicht können wir auch da mal rüberkommen. Oder hier hin. Da steht, zeigt er ja an, wo wir hin sollen. Das ist ja der Questweg, ne? Also, glaube ich, würde es macht Sinn, hier hin zu reisen als erstes. Ich bin mal gespannt, was wir da so haben an Gegnern. Ja. So. Wir müssen hier runter, oder? Ja, gut, dann reiten wir hier längs. Müssen wir rein? Da oben steht so ein Hyopai, ne?
Alter. Okay, jetzt reicht's. Drin waren wir doch schon mal, aber nicht verkehrt. Nee, wir sind ja. Hier drin waren wir nicht. Hier sind wir durchgelaufen, um diesen Riesen von da oben irgendwie Platz zu bekommen. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Wir sollen hier längs. Was mache ich denn da? Nochmal zurück. Das war auch dumm von mir. Gut. Wollte ich wieder ins Anfangsgebiet laufen. Macht ja nicht so viel Sinn, ne? Oh, hast du mal kurz? Was? Ah, wir sind ja hier längst irgendwie. Muss ja einen anderen Weg geben noch. Hier rum irgendwie, oder? Ich sehe bloß keinen Weg hier. Nee, das ist doch verkehrt. Also gehen wir von der Hütte rein, das habe ich jetzt so gelesen. Auf der Karte, oder? Wir laufen nochmal hier längs. Aber anscheinend gibt es hier gar keinen Weg. Es gibt nur diesen einen hier. Also. Ach, guck mal, man muss so einen Schlenker laufen, okay. Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen. Mal, so müssen wir auch mal dichter rangehen. Ach, genau. Sind wir hier, sind das diese Geheimgang, die wir letztes Mal gegangen sind. Und diesmal gehen wir hier rum. Direkt rein in diese Burg. Okay. Okay. Wer immer da schießt, der schießt hart. Ja. Schild der Getreuen. Schießt noch einer von links, von rechts. Ich muss hier reingehen. Okay. Und hier war noch einer, ne? Gut. Mein Gott, ey, gehen wir mal da rein. Boss voraus, ja, super.
Ah, hier ist schon mal ein Ort der Gnade. So, bin mal gespannt, was wir einen Boss wieder bekommen. Können wir unsere Hunde einsetzen bestimmt, ne? Ah, wir werden auf jeden Fall die Hunde einsetzen. Ja, auf jeden Fall. Diese Erweiterung ist jetzt aktiv. Okay. Achso, wir haben ja noch, warte mal, wir haben ja noch. Wir haben noch im Inventar noch was, ne? Was ist das hier zum Beispiel? Erzeugt ein Rufzeichen für Koop-Mehrspielermodus. Sendet Kooperativzeichen an Herrn. Was heißt denn das? Kann auch immer, okay. Sendet ein Koop-Rufzeichen an mehrere Erweiterungsreserven in der Nähe, nur an aktive Reserven. In Koop-Mehrspieler besteht aber Tieren. Achso. Was ist das? Als Wertefänger könnt ihr hier mit einem herbeigerufenen Spieler auswählen. Goldes Rufzeichen berühren. Zauberer Rogia. Diesen Gast herbeirufen? Ah, ich will mir erstmal angucken, den Boss, ne? Bevor wir da jemanden rufen. Wo der Boss ist. Wie bitte? In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Okay, er sieht ein bisschen hart aus. Und auf die Fresse. Oder auch nicht. Dieses miese Schwein, ey. Talismanbeutel. Verlorene Gnade entdeckt. Also, der war jetzt nicht schwierig, aber man muss sagen, wir haben ja auch, jetzt muss man mal ganz kurz festhalten, wir haben ja auch einfach mal sowas von uns aufgepowert, indem wir ja natürlich diese Axt haben. Wir haben hier, wie heißt das, ordentlich geschmiedet, haben ordentlich gekauft und gefarmt. Und man muss ja auch sagen, wir sind ja wirklich, ja, wir sind jetzt in Folge 14, glaube ich, oder 15, ich weiß es gerade gar nicht. Und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht. Und ich glaube, die meisten Leute gehen wahrscheinlich nach ein, zwei Stunden schon auf den Typen hier. Und das ist natürlich schwierig, ne? So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Gucken, was wir hier geschafft haben. Schloss Sturmschleier, okay. Ihr habt gesehen, unsere Hunde, die machen schon ordentlich Dampf hier. Und das ist auch gut so.
Hier ist noch ein. Was zum Liegen? Berühren. Dann können wir hier noch irgendwas. Gibt hier irgendwas? Warte mal. Da geht es einfach runter. Da gibt es bestimmt irgendwas. Das Schwert können wir hier gar nicht rufen, deswegen können wir auch nicht da runtergehen. Denn wenn ich da runtergehe, dann sterbe ich ja wahrscheinlich sofort, beziehungsweise komme da nicht hin. Ach guck mal, hier ist eine kleine Treppe, dann gehen wir erstmal da runter. Herbeirufen anderer Spieler. Benutzt eine Krummfingermedizin? Okay. Ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der so viele hinterherlaufen lässt. Da unten ist auch noch irgendwas, seht ihr das? Kommen wir da hin? Also hier kann das Tor bestimmt aufmachen, weil wir können ja gleich uns wieder hier hinporten. Aber ich will jetzt hier mal runterspringen. Das sieht irgendwie aus, ob hier irgendwas ist, oder? Ah, guck mal hier, hier liegt noch was. Feuerfett. Okay. Ah, Feuerfett. Ich liebe Feuerfett. Was immer das ist. Aber das braucht man. Okay, hier kann man nicht so viel machen. Steht da. Keine Schmerzen. Kurz, warum immer Blutfleck? Achso, okay. Gut, und wie komme ich jetzt hier wieder? Hier durch? Okay. Muss dieser Weg jetzt sein, ne, der irgendwo hinführt? Ja, okay. Ja, aber das war doch mal ein netter Kampf gerade. Der hat ziemlich lang gedauert. Aber liegt doch daran, weil wir schon sehr, sehr stark sind, ne? Against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Ach komm. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Gut. Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnish that I like. Okay. Wenn ich so sehr mich jetzt in eine Falle locken darf. Das glaube ich nicht, ne? Da ist schon jemand gestorben. Ah, hier liegt was. Goldene Rune, okay. Wie soll ich denn da hinkommen? Mein Fest kann ich nicht rufen. Achso, okay. Alter. Das ist schon ein gefährlicher Weg hier. Vision voraus, Niederlage. Wenn ich jetzt hier runtergehe, was dann? Den Geheimweg? Nee. Hätte ich jetzt gedacht. Oh! Das fiel ich denn auf einmal her, ey. Das ist doch ein merkwürdiger Weg hier, oder? Ist das richtig? Anscheinend ja schon, ne?
Auch noch ein paar Flügel. Kann ich wieder hochkommen hier? Nee, kann ich nicht mehr. Scheiße. Sturmfalkenfeder. Die ist auch im Weg. Bolzen, okay. Ich frage mich, wer dieser Weg hier überhaupt irgendwie richtig ist. Na gut, wir gehen mal hier bei den Vögeln längs. Wie irgendwo so ein Schmied ist. Ich werde jetzt so Metall klären. Da. Komm her. Kristallfalkenkralle. Schmiedestein, geil. Ich finde jetzt nicht, dass sein Weg irgendwie ungefährlicher ist oder so. Oder leichter. Oder? Komm, hier, findet ihr das? Na gut. Ramponiertes Lederschild. Okay. Das ging schnell. Hm? Da hat einer so viel geballert von drin. Ich dachte, hier leuchtet was. Okay. Boah. Muss schnell sein, ne? Hakenkralle. Ich hätte auch draußen aufladen können, mich, ne, oder? Na gut, aber wir haben noch ein bisschen Leben. Vielleicht kommt ja noch mal eine. Hallöchen. Ihr habt ja nicht so viel Bock auf mich. Trinas Pfeil, okay.
Fall geht's aber auch weiter irgendwie, aber ich will einmal kurz zu dem Typen hier hoch. Jetzt dumm. Wir den ganzen Weg nochmal laufen. Da schlief er doch so schön. Wird er mich wahrscheinlich mit Bomben bewerfen. Oder auch nicht. Da ist noch was. Da kommen wir eh längs, also. Kann ich irgendwas machen? Nö, ne? Da ist eine Tür. Oh. War das eine gute Idee? Nee, das war eine scheiß Idee. Oh, Alter, wie kommt er denn da, der Schwarze, wieder? Heieiei. Ihr seid gestorben, sagt er zu mir, okay. Ich habe auch 14.000 Dings verloren. Die müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Scheiße, ey. Weißt du, hast du noch so ein... Ich dachte jetzt nicht, dass da nochmal so ein Typ ankommt hier, so ein fetter Boss. Auf das Web. Ja, da müssen wir jetzt rein. Also ich kann wieder keine Tiere rufen, aber ich kann verstärken. Ein bisschen. Das so lassen. Oh.
Oh. Nein! Oh. Den müssen wir jetzt schaffen, aber. Wieso hatte ich eigentlich gerade eben noch 14.000 Punkte und jetzt noch 11.000? Hä? Das ist doch komisch, hier können wir ziehen mehr Punkte ab hier. Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Werft nochmal. Problem ist, der Raum ist so eng, also so schmal. Oh. Und ich finde, dann ist es ein bisschen. Oh. Okay. Was trinken? Oh. Oh, weg hier. Oh, der haut da auch rein, der Typ. Problem hat er aber nicht mehr. Sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Das war's für ihn, oder? Mein Gott. Und habt ihr gesehen, wie viele Runen wir trotzdem verloren haben? Ich hab die ja eingesammelt und trotzdem sind die weg. Das ist auch nicht normal. Wir haben irgendwann einen rostigen Schlüssel bekommen. Gucken, wofür wir den benutzen können. Krummschwert-Talisman. Aber ich hatte 14.000 am Anfang, 11.000 dann jetzt. Das ist doch nicht normal. Normalerweise verliert man doch nicht seine ganzen Runen. Das ist doch neu, oder nicht? Wurfdolche, okay. Rostigen Schlüssel benutzt. Ah, okay, dafür brauchen wir ihn.
Okay, da kann ich rüberhopsen, ne? Aber jetzt die Frage, will ich das? Eigentlich nicht. Hm. Ne, lassen wir es mal kurz. Vorsicht, wohin der halt. Da steht auch noch Vorsicht, wohin der halt und. Ah, der Schanzen läuft einfach durch, ne? Silberne Federtierfuß. Okay. Was man hier alles noch im Schloss erlebt. Okay, ich hätte gedacht, das wäre schon vorbei bei dem Boss gewesen und dann hat man das Schloss geschafft, aber es gibt hier noch so viel zu entdecken anscheinend. Halt. Objekt voraus, okay. Pilz, okay. Ja. Weiß nicht, was man mit ganzen Pilzen da machen kann, aber wir müssen auch mal gucken, ob wir irgendwelche Gegengifte erstellen können. Denn Gifte, ist mir aufgefallen, nervt langsam schon bei einigen Stellen. Wir hätten mal wieder eine lange Folge heute. Aber muss man durch. Keine Objekte voraus. Sicher? Nachrichten. Hier drin kann ich was hören. Da läuft so ein Rittersmann. Was mit Ritzmon, ne? Mein Gott. Die Nazis, die hier irgendwas gemacht haben. So, also hier kann man auf jeden Fall einen Fahrstuhl hochholen. Auf der anderen Seite ist irgendwas. Aber wie kommen wir da hin? Im Fahrstuhl hier vielleicht? Der bewegt sich nicht, okay. Da ist eine. Gnade. So. Können wir gleich mal rasten. Ja. Und dann gucken wir nochmal. Gott, das ist auch ein großes Schloss hier. Mal gucken, ob ich da irgendwas reparieren kann, machen kann. Feuerfett mit Kordel. Jetzt gerade richtig dumm. Wow. Der war schmerzhaft. Hm. Aber das macht nichts. Wir haben Gott sei Dank oben dieses Ding da erreicht. Sonst wäre es schon echt ärgerlich gewesen.
Na komm, müsste schneller gehen. Und hier unsere Punkte wiederholen. Er springt einfach auf ihn drauf, glaube ich, ne? Auch das Ding. Mann, ey. Okay. Tatsächlich, ich verliere immer mehr von diesen Runen. Desto mehr ich habe, desto mehr verliere ich. Das ist ja echt ätzend. Gut. Rüberkommen. Waffe. Aha, ich weiß schon, wie ich zu dir komme. Hoffe ich zumindest. Hier kann ich tatsächlich nicht durch. Nein! Nein, nein! Ja. Ach, hätte ich den mal vorher erwischt, hätte er nicht einen Alarm schlagen können, ne? Aber das habe ich nicht. Gut. Bringt mir aber gar nichts hier, ne? Ich kann nicht mal darüber springen zu dem, der ist ja viel zu weit weg. Wie man da rüberkommen soll. Hier längs? Fahre ich dann noch runter und sterbe. Oh, verdammt, nein! So. Aber ja, trotzdem glaube ich, dass wir da nicht rüberkommen. Doch, komm an, okay. Falsch gedacht. Wurfdolche. Aber hier gedacht, dass man vielleicht das Ding da zum Laufen bringen kann, den Fahrstuhl. Das geht anscheinend gar nicht.
Okay. Trotzdem weiß ich nicht, wo wir hin sollen. Das ist auch wieder so ein sinnloses Gerenne, wo man keinen Plan hat, wo man hin soll. Was steht denn da? Wache voraus, vor sich vor hineinstürmen. Da wollte jemand hoch, was? Kann man nicht, aber hier gibt es denn hier einen Weg? Habe ich irgendwas übersehen? Nicht, ne? Gibt es keinen anderen Weg. Gut. Mal gucken, ob wir noch einen anderen Weg finden irgendwo. Denn hier ist ja nichts weiter. Warte mal. Da geht's längs und hier geht's auch aufs Dach. Ist die Frage, ob man da aufs Dach kommt, ob man dann irgendwo weiterkommt. Aber ich glaube schon. Abkürzung versuchen? Oh, weißt du was? Ich scheiß auf deine Abkürzung, ich geh jetzt hier längs. Okay, und das war mega dumm. Denn hier geht's wirklich nicht weiter, oder? Wenn ich da rüber springe, wie komme ich denn da wieder weg, ist die Frage. Da liegt ja jemand. Aber wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich da gar nicht mehr hin. Ist die Frage, ob man da hin will oder ob man da nicht hin will. Das Pferd an sich können wir ja nicht benutzen hier. Macht das Sinn, da runter zu jumpen? Für irgendwie für einen Pilz oder so? Mal gucken mal. Ein Schmiedestein. Guck mal, wie ein Geheimweg ist. Tatsächlich nicht, aber ja, hier ist eine Brücke. Weitergehen voraus. Naja, man riskiert schon was, ne? Hier. Wertvolles Objekt voraus. Oh, Alter, es wird immer schräger hier. Da können wir aufs Dach rüber, darüber kommen. Die Frage, ob da wirklich was ist oder ob die das nur sagen. Sackgasse voraus. Okay, eine Sackgasse brauchen wir nicht. Warte mal, da können wir hoch. Ducken versuchen. Hinterhalt voraus, links. Ah, da gibt's auch nichts. Ah, da unten liegt was. Was er fallen gelassen hat. Bolzen, der. Wir gehen mal hier hoch. Mein Gott, man ist so angespannt. Jeden Schritt denkt man sich, gleich stirbt man, gleich stirbt man, gleich stirbt man. Wirklich.
Klauentalisman. Dann müssen wir darüber zu diesem Vogel, aber hier können wir darüber springen. Wenn ich hier runtergehe, komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Oh, da ist auch irgendwas. Warte mal. Hier liegt nichts, ne? Ja, ich glaube, hier kann man nur... Kann man nicht mal den Leiter runtergehen. Ne, hier ist auch kein Leiter, nichts. Nein. Okay. Gehen wir Leiter nochmal runter? Ich weiß wirklich nicht, wo wir hin sollen. Muss ich zugeben. Aber es geht ja eigentlich nur noch da hinten über das Dach rüber eigentlich. Also, was anderes wüsste ich jetzt nicht, deswegen lass uns das versuchen. Immer noch kein Loch. Oh, da sitzt einer. Mit gekreuzten Beindösen. Okay. Schlender hier über die ganzen Dächer. Bringt mir aber irgendwie alles gar nichts. Bringt mir wirklich nichts, ne? Da geht's noch irgendwie runter. Okay, das sind zwei Wachen. Aber ich glaube, das soll es auch gewesen sein für heute, sonst wird das einfach eine mega lange, endlose Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.